Hallo zusammen, willkommen zur Gaming Chair Kaufberatung. Und ich zeige euch heute mal, worauf ihr achten solltet, wenn ihr euch einen Gaming Chair anschaffen wollt. Also, bevor wir anfangen zu zeigen, was so ein guter Gaming Chair haben sollte, muss, erstmal vorneweg die Farbe, die Gestaltung, also der Farbe, der Polsterfarbe, jetzt hier mit Akzenten, mit Steppung, das hat alles nichts mit Leistung, Eigenschaft zu tun. Das ist wirklich nach eurem persönlichen Gusto, müsst ihr also gucken. Also wenn ihr keinen blauen wollt, müsst ihr gucken, dass ihr keinen blauen kriegt, weil wer keinen roten will, wer keine gesteppten Applikationen will, wer kein Wilder will. Das alles sind Sachen, die empfehle ich nicht, weil das überlasse ich euch, welche Farbe, welches Design ihr mögt. Ich erkläre nur hier die Basics, die wirklich jeder gute, empfehlenswerte Gamingstuhl haben sollte. Dazu habe ich jetzt hier einen mitgebracht, den Backforce One. An dem erklären wir jetzt mal. Fangen wir an unten am Boden. Jetzt knie ich mich sogar hin, ja. Und zwar hier, allererstes, das Fußkreuz. Es gibt verschiedene Materialien. Die einen nutzen Metall, die anderen nutzen, so wie hier, Aluminium. Das hört man, das klingt nämlich meist etwas, ist das heller. Ist dann hier auch noch gebürstet. Das Material ist im Endeffekt nicht wichtig. Also das heißt, ob es ein Plastik ist oder ob es Alu oder Metall ist, kommt darauf an, wie groß dieses Kreuz ist. Ich meine, es ist natürlich klar, dass ein Plastikkreuz nicht so langlebig ist wie eins aus Metall oder aus Aluminium, aber das ist Hartplastik. Das heißt, die gehen auch nicht nach einem halben Jahr kaputt. Aber viel wichtiger ist die Größe. Und zwar, dass die Größe passt. Wie meine ich das? Das sieht man ganz einfach. Ich demonstriere es am besten, weil es bringt nichts, das so zu zeigen. Wenn nämlich, zum Beispiel sehen wir mal hier, wenn das Fußkreuz nicht ausreichend groß ist, kann ich mich hier auf die vordere Kante meines Sitzes setzen. Sieht zwar bestimmt jetzt total bescheuert aus, aber ich mache es trotzdem. Und man merkt, es passiert nichts. Der Stuhl bleibt fest. Wäre jetzt das Fußkreuz aber kürzer, hätten wir den Effekt, wenn man sich auf die vordere Kante sitzt, und das passiert sehr schnell mal, wenn man mal eben schnell was tippen will, dann macht es auf einmal flop und der kippt nach vorne weg. Und das wollen wir ja nicht. Also das ist das Erste, worauf zu achten ist. Natürlich geht sowas auch nur mit einer Sitzprobe. Gut, wir haben hier die Rollen unten dran. Da ist eigentlich, also da sage ich mal, hier sind die Standardrollen geeignet für Hartböden und für Teppich. Es gibt auch noch Rollerskate-Rollen, also von Rollerskates, so schmale. Aber das ist mehr Show, als dass das irgendwo wirklich nützt. Das nächste Element finden wir hier gleich oberhalb des Fußkreuzes. Das ist hier sozusagen, das wird bei, diese Montage ist übrigens bei 99% aller Gaming-Chairs gleich. Da kommt nämlich eine Gasfeder, die ist hier mit Plastik verkleidet. Die kommt dann, wird in dieses Fußkreuz gesteckt. Und diese Gasfeder ist verantwortlich für die Hubhöhe. Das heißt, wie hoch man den Stuhl hoch oder wie hoch und runter ihn man machen kann. Ich zeige es mal, weil es gibt da so eine Regel. Also ich habe ihn jetzt schon gut eingestellt. Ich mache jetzt mal genau das, was man nehmen soll. Ich gehe jetzt mal runter. Schaut mal meine Beine an. Ich drehe mal. Haben die keinen, hier ist kein rechter Winkel. Das hieße also, ich habe den Stuhl zu niedrig. Das heißt, ich gehe jetzt ein kleines Stück hoch. Und dann so ungefähr haben wir einen schönen rechten Winkel hier zwischen den Beinen, also zwischen dem Oberschenkel und den Waden und dem Unterschenkel. Dann haben wir die perfekte Höhe eingestellt. Dafür ist die Sitzfeder verantwortlich. Die haben verschiedene Härten. Also am meisten, also die meistgebräuchlichsten sind die Klasse 4 Sitzfedern, die sind auch dann bis 150 Kilo genormt. Das ist nämlich auch noch ein Problem. Wenn jemand sehr schwer ist, muss er gucken, ob diese Sitzfeder, ob der Gaming Chair überhaupt für sein Gewicht geeignet ist. Und da ist es natürlich das stark abhängig von der Gasfeder. Vielleicht braucht man dann eine andere. Andersrum, was sehr vorteilhaft ist, wenn man klein ist, ein kleiner Mensch ist, und man braucht gar nicht so eine lange Gasfeder, weil wenn man mal guckt, wenn ich hier runterfahre, ich bin jetzt schon am unteren Ding, das ist für jemanden, ich habe lange Beine, wenn jemand aber noch kürzere Beine hat, nicht, dass der auf einmal fängt, mit den Beinen anfängt zu wackeln, da gibt es Möglichkeiten, andere Sitzfedern zu kaufen. Aber generell ist es die Klasse 4, die verwendet wird, und die Klasse 4 reicht, wie gesagt, für 150 Kilo und so gut für Leute, auch mit meiner Größe noch, hat man ja eben gesehen, das passt. Gut, na, Sitzfeder, nächstes Stück. Da muss ich wieder zu aufstehen, weil natürlich, was sitzt auf der Sitzfläche, auf der Sitzfeder, also auf der Feder, auf der Gasfeder, Entschuldigung, sitzt die Sitzfläche. So, jetzt generell, da sind wir wieder bei dem Punkt, welche Materialien man nimmt,
das ist jedem selbst überlassen. Der eine mag lieber den Stoff, der mehr lüftet. Der andere mag sowas wie hier ein Alcantara-Imitat. Das ist euch überlassen. Wichtig ist, dass diese Sitzfläche zum einen eine gewisse Polsterhärte hat. Und zwar sage ich immer auch hier, ich mag härtere Polster. Andere mögen vielleicht etwas weichere Polster. Auch die Polsterhärte ist also eine Art Geschmackssache. Aber zumindest muss dieses Polster so sein, dass man großflächig drauf sitzt und bequem drauf sitzt. Und vor allen Dingen, dass das ganze Hinterteil auch darauf Platz nehmen kann. Das ist nämlich wichtig, denn wenn das irgendwo nicht richtig passt, ist das nicht schön. Dann haben wir in diesem Fall wie hier, haben wir noch eine zusätzliche Konstruktion. Es gibt einige Chairs, die haben hier deutlich ausgeprägtere Seitenwangen. Das ist auch schön, sieht toll aus. Aber auch da heißt es wieder Vorsicht. Denn wenn man drin sitzt und man hat nicht so ein schmales Becken wie ich jetzt, ich will mich jetzt hier nicht loben, sondern das geht ein bisschen weiter nach außen und hier wären Sitzwangen, dann würde man sehr schnell an die Sitzwangen rechts und links stoßen. Das ist vielleicht, wenn man im Rennsport sitzt, gut, weil dann fliegt man nicht aus der Kurve. Während ich aber schreibe, habe ich keine Gehkräfte nach links oder nach rechts oder nach vorne. Also, es ist nice to have, es sieht gut aus. Brauchen tut man es aber nicht. Wichtig ist, dass der ganze Hintern auf diesem Sitz sitzt und nirgendwo anstößt. Sprich hier an der Seite nicht. Was hinten am Rücken ist, dazu kommen wir gleich. Dann die Konstruktion eines solchen Sitzes. Ne? Wir haben also jetzt gesagt, Polsterung ist wichtig. Natürlich auch eine Sache des Geschmacks, Material, aber viel besser oder viel wichtiger noch, wie ist dieser Sitz aufgebaut? Da gibt es eigentlich grundlegend zwei verschiedene Konstruktionen. Die eine Konstruktion arbeitet mit Spanngurten und Metallstreben, die also, wenn ich es jetzt umdrehen würde, unterhalb der Polster liegen, wo die Polster aufliegen. In diesem Fall, und das ist die Konstruktion, die ich empfehle, weil sie aus dem Bürostuhlbereich kommt, sind Formholzplatten. Das ist einfach eine ganz normale, ist eine Sperrholzplatte. Das hört sich jetzt ganz furchtbar billig an, aber nein, es gibt auch Sperrholz, was Holzlagen hat, verschiedene Holzlagen. Und genau mit diesem Holz kann man nämlich, das kann man dampfen, warm machen und kann genau eine passende Form für den Sitz sozusagen dampfen und benutzen. Das ist also auf jeden Fall die Edelvariante. Hat nicht jeder, aber in diesem Fall, dieser Stuhl hat es. So, jetzt müssen wir doch nochmal unten unter den Stuhl gehen, weil ich habe nämlich was vergessen. Oder das heißt, ich habe es nicht vergessen, ich erwähne es jetzt. Die WIP-Mechanik, die sitzt hier unten. Hier hat man dieses Ganze ist die WIP-Mechanik. In diesem Fall hier haben wir sogar eine sehr, sehr gute WIP-Mechanik. Es ist nämlich eine Synchromechanik. Das ist also das Nonplusultra. Es wäre erstrebenswert, wenn der Stuhl, den ihr euch kaufen möchtet, diese Synchromechanik hat und nicht einfach nur eine entweder erweiterte WIP-Mechanik, wo man wippeln kann und es feststellen kann, oder aber die billigere Variante, wo man zwar wippeln kann, aber keine Feststellfunktion hat, dass man den Sitz im Winkel arretieren kann. Diese Sitzfläche geht kaum nach oben. Sie bleibt also ein paar Zentimeter, ja, aber das ist sehr wenig. Das ist mehr schon fast das Ganze als die Fläche. Und das ist gut, weil man wippt zwar den Rücken nach hinten, also man bewegt sich nach hinten mit dem Ding, aber man hat nicht das Problem, dass diese ganze Fläche gleichzeitig mit nach oben kommt und man sich vielleicht, dann dadurch ragen die Beine in die Luft und dann hängt man auf einmal so da, wenn man so gewippt hat. Das ist vielleicht schön, wenn man schlafen will, aber ist es für die Ergonomie und für das Arbeiten im Büro überhaupt nicht gut. Vor allem, wenn man das genauso fürs Gaming, weil man sitzt da ja nicht nur 10 Minuten, sondern auch ein bisschen länger. Und da ist so eine Synchromechanik sehr, sehr angenehm und vor allen Dingen ergonomisch. Das nächste, worauf ihr achten solltet, sind die Armablagen, Armlehnen. Wir haben jetzt hier ein Modell, das setzt auf ein alternatives System, bei dem man, das findet man selten, das ist also auch eine Möglichkeit, bei dem man die nämlich hier, man sieht, wie man das hier sieht, nach hinten klappen kann. Das hat zum Beispiel den Vorteil, ich mache das mal eben so exemplarisch, wenn man ganz nah an einen Schreibtisch ranrücken will, dann hat man nämlich nicht das Problem, dass einem diese beiden im Weg stehen oder aber man will irgendwas arbeiten, zum Beispiel wenn der Gitarre spielt, braucht hier Platz mit dem Arm. Also man kann auf jeden Fall dann, hat man hier Bewegungsfreiheit. Das ist der Vorteil dieser Armlehnen. Das sind aber leider nicht die Standardarmlehnen, sondern der Standard sieht ein bisschen anders aus. Ich kann das hier aber durchaus mal demonstrieren.
eine gute 4D-Ablehne. 4D steht für nicht Dimensions, sondern Directions. Das heißt, die kann man bewegen von vorne nach hinten, von links nach rechts. Man kann sie hoch oder runter machen und kann sie auch noch seitlich verschieben. Das ist nämlich ganz wichtig, wenn man ziemlich breit ist und ein breites Kreuz hat und auf einmal will man die ablegen und man spürt, die liegen zu weit innen. Bei einem guten Gaming Chair kann man die noch rüberschieben. Das heißt, und warum sind diese Ablagen wichtig? Man sollte eigentlich beim Gaming, gerade beim Gaming, ist die ideale Sitzposition, wenn man gerade sitzt, fast 90 Grad die Lehne hat und beide Arme auf den Ablagen hat. Die sind jetzt hier sogar unterschiedlich hoch, das ist klar. Naja, und dann hier die Maus bedienen kann, ohne überhaupt den Arm irgendwo zu bewegen. Der liegt flach ab, die Maus wird bedient und wenn man dann dementsprechend das gut da vorne gestellt hat, kann man auch genauso gut hier, zumindest wenn man die ab Ellenbogen ablegt, das Keyboard benutzen und braucht nicht immer hin und her, muss sie verstellen, muss, hat also zusätzlich zur zum Beispiel Handballenablage noch eine schöne, dezente Ablage der Ellenbogen und des Unterarms. Deshalb also, ich muss sagen, diese Lösung auch gut für E-Sportler eher, die dann wirklich so nah an ihrem Gerät sitzen. Ich empfehle für den Durchschnitt, den Otto-Normalsitzer und Spieler, empfehle ich eine 4D-Armlehne, die also diese vier verschiedenen Direktionen der Richtung hat, um sie ordentlich und genau passend ausrichten zu können. Kommen wir jetzt zum wichtigsten Teil, der Rückenlehne. Denn ohne eine gute Lehne, ohne die Rückenlehne, passt das auch nicht mit dem ergonomischen Sitzen. Wie soll so eine Rückenlehne aussehen? Also man kann zum Beispiel mal generell sagen, einerseits gibt es diese sehr ausgeprägten Seitenwangen. Wer das mag, ist es gut, solange diese Wangen auch wieder den Rücken nicht beeinflussen. Das heißt, wenn ich da drin sitze, dann sollen die mich nicht hier oben im oberen Schulterbereich stören, sondern sollen so wie hier frei sein, sollen mir zwar die Möglichkeit geben, auch die Schulter in ihrer Breite anzulehnen, sollen aber nicht irgendwo hier störend sein. Das heißt, Wangen hin oder her, Rennsitzdesign hin oder her, man muss da schon reinpassen. Da geht es natürlich wieder los, wie breit ist der Rücken? Passe ich da rein? Ist die Lehne breit? Ist sie, vor allen Dingen, das ist wichtig, ist sie ausreichend lang? Denn das sollte man gucken, wenn man sich einen Gaming-Chair kaufen will, ist die Lehnenlänge passend für mich. Lehnenlänge passend heißt nämlich, ich bin hier oben, ist mein Kopf ist mit dem Hinterkopf an der Kopfstütze und nirgendwo anders, also nicht die Kopfstütze sitzt in meinem Nacken oder ich sitze, so, ich übertreibe es jetzt mal ungefähr so in dem Gerät. Nein, die Kopfstütze ist für den Kopf und zwar für den Hinterkopf, damit man den Nacken hier entlastet. Das ist nämlich genau der Punkt. Die Rückenlehne sollte eine Form haben, die nicht strack gerade ist oder zumindest die Polsterung sollte sich so formen lassen, anpassen lassen, dass die Lehne die S-Form der Wirbelsäule übernimmt. Die Wirbelsäule ist nämlich nicht mit Lineal gezogen, sondern hat eine Form, wenn man es mal übertreibt, eine Hohlform und eine leichte, also eine S-Form. Sie geht nämlich bis hier zur Schulter so rum und dann geht es wieder in die andere Richtung. Das muss eine Lehne abdecken. Das heißt, sie soll oder muss dieser Lehne in jeder Position Halt geben. Also sowohl hier oben im Schulterbereich als auch hier im Mittelbereich und natürlich ganz wichtig unten im Lendenbereich. Das ist ungefähr hier. Das ist da, wo man sitzt und seinen Allerwertesten hinpresst. Und nur dann sitzt man auch ergonomisch bequem, wenn der Hintern auch wirklich, hier erstmal der Hintern hier und dann die Lende auch noch hier genau sich hier einformen kann, sich vor allen Dingen anlehnen kann. Und dann ist nämlich auch die WIP-Funktion von großer Bedeutung, weil die nämlich dafür sorgt, dass man einfach mal relaxt und den Rücken entlastet durchs Wippen. Es ist also, auch wenn der Chef meckert, im Büro wird nicht gewippelt oder die Freundin beim Rechner wird nicht gewippelt. Unsinn, Blödsinn, ist sehr gesund für die Wirbelsäule, durchaus mal eine kleine Bewegung. Aber wie man hier auch wieder sieht, die Synchromechanik verhindert, dass das hochgeht. Ich habe hier immer noch mein Becken ganz klar und das hier gegen die Lehne drückt. Und so muss es sein, so muss die Lehne geformt sein. Natürlich gibt es verschiedene Polsterhärten. Es gibt harte Lehnen, es gibt weiche Polster. Bei weichen Polstern heißt es Vorsicht, denn wenn man zu sehr einsinkt, kann sich auch schnell dann so ein Effekt einstellen, dass man so sich zu sehr da reinhängt. Das ist dann auch schon wieder ungesund. Wir brauchen also schon eine gesunde, feste Stütze für den Rücken. Und daher muss die Lehne also in den Dimensionen passen, in der Länge passen,
Und dann ist die Polsterung. Nur noch zweite Sache, wer es hart mag, mag es hart. Wer es etwas weicher mag, ein bisschen mehr einsinken will, soll das tun. Das ist, da gibt es keine Vorgaben. Ja, wie ist so eine Lehne aufgebaut? Jetzt haben wir bei den meisten Stühlen, beim Großteil aller Stühle, muss ich sagen, ist sie in Analogie zum Sitz mit auch, meistens haben, hat die Lehne nur Spanngurte, die dann so quer gespannt sind. Die haben aber den Nachteil, irgendwann leiern die aus. Das heißt, wenn man so einen Stuhl mal 3, 4, 5 Jahre, und wir haben ein oder zwei Stühle bei uns in der Redaktion, die haben wir schon so lange, da sieht man, dass die Spanngurte irgendwie coolen machen. Wenn es irgendwann, wenn das Polster nachgibt, dann fangen die an durchzuhängen und nicht mehr so zu spannen. Nur das wäre genau das Problem dann auch bei der Rückenlehne. Dann würde ja hier, würde es ziemlich weit hinten durchgehen. Hier haben wir es wieder anders. Hier haben wir nämlich dieselbe Konstruktion mit dem Formholz wie hier. Das heißt, hier haben wir auch eine Formholzplatte. Auf der Formholzplatte liegt das Polster auf, die Polsterung. Und wir haben dann noch eine so eine Designerabdeckung. Also sagen wir mal so, hier sind ja sogar so Lüftungsschlitze, damit das besser lüftet. Das, ob das jetzt wirklich funktioniert, weiß ich nicht, ist aber ein Designaspekt auf jeden Fall. Was wichtig ist, ist die Lehne, die mit dem Formholz gemacht ist. Und wenn man mal genau guckt, die typische Lehnenform wird hier fast übertrieben, aber ne, hier sieht man schon, das ist das S. Also diese Lehne hat auch eine gute Form, hat dazu noch eine sehr harte Polsterung. Mir gefällt das, aber bei Polster auch wieder eigen, also das ist wie nach eurem Gusto. Eine Sache noch, die es bei einigen gibt, haben wir hier nicht, ist hier aber auch nicht notwendig, weil sie direkt integriert ist. Wenn man hier diesen Huppel sieht, das hier, das ist der Lordosenbereich. Es gibt Stühle, da gibt es für den Lordosenbereich eine separate Lordosenstütze. Das heißt, man hat meistens ein Drehrad. Viele vielleicht kennen das von euch aus dem Pkw-Sitz. Und wenn man den dreht, kommt dieses nach vorne oder geht zurück, je nachdem. Und man kann so genau den Lendenbereich wunderbar an den Rückenform anpassen. Und wenn man hier sieht noch das andere, was ich hier auch noch sehe, das ist noch wichtig hier. In diesem Fall haben wir hier eine Lücke zwischen der Sitzfläche und dem Rücken. Trotzdem, wenn wir drin sitzen, haben wir da kein Loch. Also spüren wir kein Loch, weil einfach der Sitz genau so endet, dass ich genau mit meinem Gesäß abschließe und hier oben es wieder einsetzt, genau in der Lende. Da solltet ihr also auch drauf achten. Das ist eine wichtige, gerade dieser Bereich hier ist wichtig. Reinsetzen, gucken, passt das zusammen? Sitze ich mit, ist die Kombination aus dem Sitz, mit dem Gesäß und mit dem Rücken, mit der Lende, ist das alles stimmig? Wird da alles gut gestützt? Denn das ist also mit eines der wichtigsten Kaufkriterien für einen Gaming Chair. Der mag schön aussehen, der mag wunders was haben, aber wenn die Ergonomie nicht stimmt, dann nützt das alles nichts. Dann sitzt ihr da nämlich ungefähr ein halbes Jahr drauf und dann fangen die Rückenschmerzen an. Und wer will schon 500, 600 Euro ausgeben und hat auf einmal Rückenschmerzen? Also da heißt es aufpassen. Fassen wir zusammen. Das wichtigste Kaufkriterium, passt der Stuhl. Sprich Größe, Gewicht, Lehnenlänge. Das muss stimmen. Bevor das nicht stimmt, braucht man gar nicht los. Das kann man aber in jedem, auch schon bei jedem, bei jeder Beschreibung der Gaming Chairs nachlesen. Trotzdem empfehle ich, ab zum Händler und Probe sitzen. Das ist alles graue Theorie, einfach zu sagen, ja, der könnte passen, könnte, bringt mir nichts. Es muss passen und es passt nur dann, wenn man zu Deutsch gesagt seinen Hinterteil, seinen Allerwertesten da drauf gesetzt hat und merkt, ob man bequem sitzt oder ob man kurz danach verspannt. Also das ist das Wichtigste. Optional, ich empfehle eine Synchromechanik. Wer die Synchromechanik, Stühle mit Synchromechanik kosten mehr. Wer dann keine Synchromechanik sich leisten kann, sollte aber zumindest auf die erweiterte Webmechanik nehmen, die zumindest die Möglichkeit gibt, ich gucke mal eben, ob das hier auch kann, der kann das natürlich auch, eine Blockade, dass man also sagt, jetzt habe ich nämlich einfach die Lehnenhaltung blockiert. Das sollte man, kann man durchaus machen, denn man will ja nicht immer in der geraden Stellung, es soll ja auch Leute geben, die einfach so bequemer sitzen, das solltet ihr auch haben. Das nur noch eben als Nachsatz. Was Farbe und Materialien betrifft, gibt es viele Meinungen. Auch da guckt, was euch gefällt. Solange ihr diese Ergonomiekriterien beachtet, dann geht auch bei dem Kauf nichts schief.